Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir spielen mal wieder auf unserem kleinen Server hier. Ja, aktuell bin ich leider alleine, weil alle anderen noch unterwegs sind. Aber ich würde gerne die Burg wegreißen, weil finde ich zwar hübsch. Ich mache dann vorne mal einen Screenshot, aber bringt mir halt nicht. Witzige ist, die meisten Sachen ja aus diesen E-Pedals hier gemacht. Ganz kurz kopieren kann. So, und deswegen, wir nehmen uns eine Fackel und dann gehe ich mal ganz kurz hin und mach mal Dash Game Tool. Den Random Tick Speed tue ich mal kurz erhöhen auf 900. Dann ist und die Fackeln, die tun ja stehen schon hier schmelzen. Und ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn ich jetzt hier hin setze. Ruckartig ist der Schnee drumherum weg. Ich würde gerne mal wissen, wie lange dauert das bei meinem Haus? Das ist ja auch nur aus diesem Halbzeug. Hier eine hin. Hier eine hin. Oh, oh, oh. Alter. Da passiert nichts. Aber schon übertrieben, wie schnell das einfach geht. Viel zu übertrieben. Frage ist, was machen wir mit dem ganzen Schnee? Können wir mit dem Ich hab ne Idee. Wir gehen mal zu Logohörnchen nach hinten. Ich glaub, bis ich ihren echten Namen sagen darf. Aber noch das Plateau von letztens. Für den Trailer, da haben wir nämlich hier gestanden. Den Trailer werdet ihr auch. Oder habt ihr schon gesehen, wenn das Video raus ist? Wenn nicht, schaut mal bei uns auf dem Kanal vorbei. Da gibt es ja immer wieder ein paar neue Videos. So. Ah, Logo-Hörnchen wohnt, glaube ich, hier hin. Ja? Jawohl. Ich finde es hier, meiner Meinung nach, ist es hier viel zu öde. Deswegen machen wir ihr ein Geschenk. Brauche ich aber auch nur ein paar Schneebällchen. Oder Schneeblöcke besser gesagt. Gut. Weil dann ganz kurz die Ansicht ändern. So ist das, wie ich sehe. Das mal minimieren. Jetzt habt ihr hier mein komplettes Bild. Da seht ihr Teamspeak, Minecraft, Podcast. Also, tut gerade noch ein Video rendern. Da brauchen wir noch eine Weile. Und natürlich der Server an sich, Artemis. Wunderbar. Aber wir brauchen dieses Bild. Hallo? So, das Bild brauchen wir. Und da, ihr seht hier, wie man in Minecraft Kreise zeichnet. Und ich würde gerne für Logo-Hörnchen würde ich gerne ein Igloo bauen. Sagen, wenn es auch schon geräumig ist, fangen wir mit dem 15er an und arbeiten uns langsam nach oben, oder? 15, 13. Ich muss immer die nehmen, entweder hier in der Mitte oder einen in der Mitte. Deswegen. Ich würde sagen, wir fangen mit 15 an, dann gibt es auch eine schöne Mitte. Gehen wir kurz auf den zweiten Bildschirm. Für Minecraft und dann wechseln wir gerade nochmal rüber zu Minecraft. So, jetzt habt ihr wieder die normale Ansicht. Oh.
und noch ein drittes Bild. Muss man ganz kurz auf die 15 drauf zoomen, weil es jetzt drüben sehr klein ist, weil ich habe leider drüben nur ein 4:3 Bildschirm. Bedeutet, wenn wir jetzt hier anfangen, das jetzt die mit. Oh Moment, ich mache erstmal den Tick-Speed runter, falls da was schief geht. So, wenn das jetzt die Mitte ist, machen wir 2, 4, 5. Jetzt 2, 4, 6, 7. 1, 2. Nee. 15 wird zu groß. 15 wird anscheinend ein bisschen groß, deswegen fangen wir mit dem 13 an. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann ist hier die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Überall 2 dran. Dann. Hier 2 hin. Da 2 hin. Hört es da drüben. So 2 und so 2. Könnte mit Schnee, glaube ich, ein bisschen eng werden. So, halt. Hier kommt ja der Eingang hin. Ja, noch ein wenig Erde. Weil jetzt, wenn wir mal gucken, wird das hier sozusagen erweitert. Nein, falsch. Hier den mit nutzen. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass sie jetzt online kommt. Da wäre sozusagen der Überraschungseffekt blöden. Machen wir nochmal ein paar. Wir werden jetzt wirklich einige brauchen. Ich mache jetzt erstmal hier den Eingang. Bleiben lieber bei dem. Ah, yes. Ja, wir brauchen deutlich mehr Schnee. Deutlich mehr Schnee. Leute, ich verpiesel mich jetzt erstmal wieder nach Hause. Hol dann eine Schaufel, damit wir noch ein bisschen Schnee sammeln können. Und damit wir auch mal pennen können, damit es wieder hell wird. Und ihr haltet mal die Schnauze. Landet ihr an Weihnachten bei mir auf dem Tisch. Oh, hallo Monsieur Creeper. Schneebälle oder Schneeblöcke hatten wir genau. Nein, weder noch. Bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall noch Holz liegen, oder? Habe ich echt kein Holz mehr? Lol. Gut, dann, geh mal ganz kurz bei Fabriel was stibitzen. Klopf, klopf. Jemand da? Fabriel, wenn du was dagegen hast. Wenn du nichts dagegen hast, will ich reinkommen, dann sag einfach gar nichts. Sie hat nichts gesagt, also können wir rein. Ja, so. Dann kurz hier nochmal ein bisschen höher, dass ich auch noch sehe. Ich bin noch irgendwo da.
Ah, haben wir mal so 3-4 Holz. Stückchen. Da würde ich schon mal kleine Sticks um. Für uns drüben Zeit gespart. Haben uns dann auch 2 Eisen. Und craften gerade mal ganz dort aufhin. Und sammeln jetzt erstmal Schnee. Das Ganze werde ich jetzt mal in der Timelapse machen. Und here we go. So. Ja, das dürfte eigentlich reichen. Gut. Und ab wieder nach hinten zu Logohörnchen. Glück 2. Nee, das nehmen wir nicht mit. Wir machen nur das Haus fertig. Weil wir sind ja ein lieber Mensch. Der sieht eigentlich relativ gut aus. Hier mit ein, ja, so sieht er besser aus. Hätte ich gar nicht von mir gedacht. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hin. Ich glaube, ich muss noch ein wenig rotes Glas haben vom Baum bücken. Sollte ich zumindest. Schauen wir mal. Da haben wir kein rotes Glas. Da haben wir blaues. Da haben wir noch rotes Glas. Den ganzen Schnee können wir mal in unsere Schneetruhe lagern. Falls wir mal Schnee benötigen. Ja klar. Hier und Schnee benötigen in Minecraft The Year in der Winterzeit. Ja! Da ich auch leider noch mal ein wenig Holz. 2, 3. Zack. Oh, brauch nur 6 Stück. Brauche ich. Gegenleistung lege ich hier davon. Eine. Packen. Nein. Das Eisen bereit. Als Gegenleistung, dass wir ein wenig Holz von dir stibitzt haben. So. Nu, was machen wir nu? Dann machen wir auf jeden Fall noch ein. Irgendwo hatte ich doch Sticks. Genau, da haben wir Sticks. Zack. Bilder. Dann würde ich sagen: Ab nach hinten. Gehen wir mal rein. Oben rot lassen. Weiß, eigentlich hat ein Ego kein Fenster, aber das ist mir gerade klar. Sie soll ja auch mitkriegen, wenn draußen was passiert. Wenn wir schon die Nametags aus haben, dass man die Nametags nicht sieht, soll sie ja mitkriegen, wenn draußen was passiert. Legen gerade mal hier die Sticks und so rein, dass wir wissen, dass es zu uns gehört.
Bin ich bei Glas? Ja, Glas kann ich Truhen öffnen. Ja, das sieht aber nicht symmetrisch aus. Ne, dann machen wir die nicht hier. Mal gucken. So. Machen wir alles wieder rein. Und holen die zweite. Unsere Sachen auf jeden Fall da mal wieder raus. Wir brauchen auf jeden Fall genau eine Spitzhacke, aber auf jeden Fall erstmal viel Spaß in deinem passt nicht mehr. Neuen. Aus. Schreibt man das so? Weiß nicht. Keine Ahnung, ob man den so schreibt, ist mir aber auch egal. Dann machen wir dann noch einen kleinen Insider. Den werde ich hinschreiben, wenn off ist, weil ich weiß nicht, ob man den Namen nennen darf. Aber warte, ich schreibe das jetzt einfach mal hin. Und muss einfach rauscutten. So, wir sehen uns nach dem Schild wieder. Ich werde es da oben drüber mal zensieren, dass man das nicht so lesen kann. Ja. Auf jeden Fall, das ist das Schild. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ich gehe erstmal zurück, weil. Ach! Und das war noch. Eine Sache wollte ich noch mitnehmen. Ganz wichtig. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Ach, warte mal, ich hab doch irgendwo eine Schaufel. Da eine Schaufel. Dann einmal kurz in Supertempo zum nächsten See. Moment, vorher was essen. Gleich. Dann in Ultra Speed zum nächsten See. Los geht's. Dann einmal rein damit. Das brauchen wir noch. Das kann weg. Das Präsent, was ja der Server einmal in der Woche ausspielt, das platzieren wir. Hier. Haben wir schon? Ne, warte, wir brauchen 6 Stück insgesamt. Komm, einen brauchen wir noch. Und einen haben wir. 2 Blumen, Blumentöpfchen. Dann gehen wir schon wieder zurück. Hörnchen. Einmal, dreimal, lup, lup. Und das war doch bis jetzt eine schöne Aktion. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass er sich irgendwie hinter der Wand oder so ausgelockt hat, weil das wäre dann leicht dezent blöd, schrägstrich peinlich. So, das Schild auf jeden Fall nicht zeigen. Dann wollten wir noch die Öfen und so da rein verlagern.
So, da drin, da wieder 11 rein und da wieder 11 rein. Das soll ja alles so bleiben, wie es ist. Und den Fisch, damit es auffällt, legen wir den hier unten hin. Kann ich sagen? Das ist doch schön. So, dann. War es das mit dem Igloo für stark konzentrieren, dass ich jetzt nicht den richtigen Namen nenne, weil mittlerweile nenne ich sie nur noch beim richtigen Namen. Fabriel, genau, danke. In-Game-Namen. Da werden wir ihr auch noch, also ihr werden wir noch ein kleines Geschenk machen. Dem Tom da hinten auch noch. Tim und dem Alex, der irgendwo da hinten am Arsch der Heide wohnt. Und Badezimmertür, kannst du bitte mal das Maul halten und nicht dauernd zuknallen, danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Somit, haut rein und tschö, bitte. Und vergesst nicht, seid artig, sonst kommt der Weihnachtsmann nicht bei euch vorbei. Somit, an die großen Zuschauer, bis Weihnachten eine schöne Zeit. Für die kleineren, artig bleiben, damit der Weihnachtsmann euch auch was bringt. Bis dahin, haut rein und ciao!